Pirelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Wir haben sehr konzentriert angefangen. Wir hatten gute Chancen gehabt, vor allem in den ersten 30 Minuten. Dann haben wir zu viele Ballverluste im Mittelfeld. Und eigentlich haben wir individuelle Fehler IB gestärkt. Und sie haben das eiskalt ausgenutzt und wir nicht, leider. Ja gut, wir haben eigentlich gar nicht mehr so schlecht gespielt. Wir haben ein paar gute Chancen gehabt, zwei Goale bekommen. Ja, so kann man nicht gewinnen, wenn wir zwei dumme Goale bekommen. Aber ja, wir haben es probiert, wir haben gekämpft, aber es hat uns halt nicht gelangt. Also darf man nie verlieren. Egal gegen wem, ich glaube, wir sind FC Zürich auch. Wenn dieses Jahr läuft einfach nichts für uns. Ich glaube, erste Halbzeit, wir waren ebenwürdig, sogar ein bisschen einen Tick besser. Wir machen keine Tore. Und dann natürlich in zweiter Halbzeit, sobald wir einen kleinen Fehler machen momentan, sind direkt bestraft. Und das war heute wieder der Fall. Jeder macht einen individuellen Fehler diese Saison. Und ja, ich zwei, der andere Spiel ist der andere ein und so weiter. Und das ist natürlich schwierig, ein Spiel zu gewinnen in solchen Situationen. Nein, geschenkt nicht. Wobei das All-Goal wieder natürlich geschenkt gewesen sind grundsätzlich. Aber auf dem Feld selber haben wir, denke ich, sicher dagegen gekippt. Die letzten Wochen haben so fest wehgetan. Man gewöhnt sich langsam daran und das ist das Schlimmste. Und darum eine Niederlage, mehr oder weniger, das schmerzt einfach so oder so. Aber mehr, weniger, vielleicht tut sie weniger weh, aber weniger weh, weil man sich daran gewöhnt hat. Und das Gefühl scheisst mich unglaublich an. Casino Baden. Baden.